Cheerio, meine lieben Pokémon-Trainer. Willkommen zurück zu Pokémon Gelb. Gelb. So. Ich muss sagen, ich habe mir gerade ein... Oh nein, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Ich habe gerade mein Video angeguckt. So, ich habe gerade eine kurze Pause gemacht, weil ich noch zurückrufen musste, was da, wer mich dann angerufen hat. Und habe dann hier auf YouTube ein Video gefunden. Und zwar ein Video von PewDiePie. Und zwar hat dieser Herr... eine absolut perfekte Woche. Was heißt das? Nun, der liebe Herr PewDiePie oder Felix hat seine langjährige Freundin, / Verlobte Marzia geheiratet. Ich glaube, viele kennen sie auch. PewDiePie Marzia oder wie auch immer sich auf YouTube nennt. Dann hat er den Ender Dragon in Minecraft besiegt. Schön. Und für die für das Wichtige, also für das YouTube-Relevante, er hat tatsächlich die 100 Millionen Subscribers geknackt. Also er hat wirklich 100 Millionen Subscribers geschafft. Das muss man sich reinziehen. Er ist eine Einzelperson. PewDiePie ist eine Einzelperson. Also nicht, was Katzen angeht, das werden andere auch für, machen auch andere Fien und so. Aber ich spreche jetzt von, naja, Kanalperson, so. Und da hat er alleine die 100 Millionen geknackt. Gucken wir uns zum Beispiel WWI an, den WWI YouTube-Kanal. 50 Millionen. Ich glaube, was ja, was ihm da nahe kam, war dieser, was ist das, indischer Sender oder so? Ich habe mich ehrlich gesagt nie mit dieser, mit diesem Konflikt irgendwie auseinandergesetzt. Dieses PewDiePie gegen T-Bla. Keine Ahnung. Jedenfalls, Wahnsinn. Was soll man sagen? Wahnsinn. 100 Millionen Subscribers. Frage wird natürlich nur noch sein, wie wird es sein nach Artikel 17, ne? Meine lieben Freunde. Artikel 13. Denn damit könnte der liebe Felix oder PewDiePie unglaublich viele Subscriber aus Europa verlieren. Nicht, weil ihn die Leute nicht mehr mögen oder so. Nee. Sondern einfach, weil vieles weggeblockt wird. Durch diesen terrorischen Upload-Filter. Tja. Mal sehen, was daraus wird, ne? Ich meine, das Armseligste kam ja jetzt von unserer Bundesregierung, die einen Aufruf an die Bevölkerung gemacht hat. Yay, super, ich kann keine weiteren Items vertragen. Aufruf an die Bevölkerung gemacht hat. Sie sollen doch mal vorschlagen, wie das Ganze denn gehen soll. Also wie Artikel 13 umgesetzt werden soll. Weil, ich meine, die haben dafür gestimmt und so, ja. Also ganz groß, oh ja, wir retten das Internet, wir retten die Kreativen. Wir kennen den ganzen Müll. Aber, die haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung davon, wie sie es umsetzen. Weil die einfach nur keine Ahnung haben von Internet, keine Ahnung haben von Content. Die haben keinen blassen Schimmer. Hauptsache ein Gesetz durchbringen. Ja, Leute, was soll man sagen? What should you say? What can you say? So. Meine Pokémon begleiten mich immer. Das freut mich sehr. Ich habe auch 2 Pokémon, die mich begleiten. Ja. Warten wir da auch noch drauf, ne? Ist ausgewichen. Wenn es ausgewichen ist, dann hätte der sogar nicht getroffen. Der Biss. Tauboga! Ich weiß mal nicht, was setzen wir denn? Ich glaube, wir werden wohl Brock einsetzen gegen. Gegen den lieben. Koda, keine Ahnung. Ich muss. Schande auf mein Haupt, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Schande auf mein Haupt, ich weiß echt nicht. Oh, Entschuldigung. Ich weiß echt nicht mehr, wie er heißt. Kuja, ja klar. Ich glaube, komm, dass Kuja hier ein Pokémon-Trainer, wo Arena-Leiter ist. Tschüss. Wollen noch Ibitag, ne? Ja, ich wollte sagen.
Das war sogar ein Volltreffer. Mach ruhig weiter. Tschüssi, Mittag. So, ich würde mal sagen, wir nehmen das nächste Mal von vorne da raus, weil langsam doch K.O. ist. So. Komm, Ryu, mach du mal als nächstes. So. Trainieren wir Ryu auf Level 30, 33. Und machen dann den Rest weiter. Hi. Bin unterwegs und habe Rückenwind. Hätte ich doch mal Lumi nach vorne getan. Aber ich habe nur den Dings da gerade gesehen, den Biker. Oh, 3 Pokémon. 5 Pokémon, Alter. Ah. Los geht's, Ryu. Setz den Body Slam ein. Brumm, brumm. Oder soll ich die ganze Zeit Glut spammen? Bups. Miau. Aua. Lass das. So, jetzt einfach die ganze Zeit A drücken. Die ganze Zeit nur Glut spammen hier. Das Problem ist, weil so warm Wetter, wie wir es jetzt haben, kann ich ja nicht mal wirklich so richtig den Ventilator anmachen, weil der ziemlich laut ist. Und trotz Popschutz und alles Möglichen hört man ihn trotzdem sehr, sehr gut. So. Guck mal, gibt es sogar einen Volltreffer. Und hau einen Habitag. Muss der Biker nur aufpassen, ne? Schließlich warten da wahrscheinlich immer noch auf wieder Selbstzerstörungs-Smogons. Der Wind dreht sich. Jo. Hi. Was schaust du so dumm aus? Das ist Koga. Koga heißt er. Genau, Koga. Problem ist bei dem lieben Koga, dass ein mächtiges Pokémon ein Smogmog auf Level 43 ist. Ja. Ja. Wow. Wir müssen dann irgendein Pokémon einsetzen, das dann eine hohe Verteidigung hat. Im besten Fall natürlich vergiftet. Uff. Drecksgift, ey. Hör auf damit. Ich habe noch nicht mal irgendwie Top-Genesung und Kram. Aua. Level 32. Smogon. Ja, aber. Ah, nehmen wir mal einen anderen. Brock. Mach du das mal. Der versteckt sich sogar vor die Finalattacken. Bam. Tschüss. Dum, 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 dum. Und noch eins. Tschüss. Könnt ihr auf 28 noch keinen Finale? Also die Voltoballs können und Kleinsteine, ja, aber ich habe gedacht, morgen kann das auch schon auf dem Level. Security, ich sag, erstmal müssen wir jetzt Para, nee, nicht Para heilen. Gegen Gift. Dann Tafelwasser. Da 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 da. Wie gesagt, bis Level 33. Die sind alles überall Vogelfänger. Ich glaube, ich denke, ja, es sind 3 Vogelfänger. Lumi, du machst das mal. Es sind 3 Vogelfänger. Das rock ich mit dir hier. Jetzt quatsch die ganze Zeit weiter auf Ryu, also zu setzen einfach, während wir jetzt hier permanent die ganzen Vogelfänger haben. Los, Lumi! Donnerblitz!
Tschüss, Tauboga. Und Ivitag. Ach nee, kein Furienschlag. Nein, doch gerade Volltreffer. Stopp. Hier, verschwinde. Das reicht nicht, nein, das reicht nicht, aber er ist paralysiert. Ruckzuckhieb. So. Problem gelöst. Alter, 1000 Punkte, 1000 XP bekommen. Bam, 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 bam. Oh, so ein Mist. Ja, so ein Dreck. Lumi, hier. Weiter geht's zum nächsten Vogelfänger. Wir kloppen uns jetzt mit den Vogelfängern hier. Guck mal runter da. Mein Vogel-Pokémon sind gut auf Kämpfe vorbereitet. Na, das lass uns mal testen, ob sie auch auf Donnerblitze vorbereitet sind. Bam, bam, badam, bam. Taubsi. Donnerblitz. Natürlich geht uns der Donnerblitz auch aus, ne? Miau. Da, 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 da. Bam. Tschüss, Habitag. Oh nein, Taubsi. Bam, 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 bam. Tschüss, Taubsi. Da kommt noch ein Ivitag, alles klar. Patsch. Die waren nicht stark genug. Nope, sind alle K.O. Hi. Muss man Thermite setzen? Naja, manchmal lernen sie aber auch starke Attacken von alleine. Schau dir alleine Lumi an, der hat Donnerblitz auch von allein gelernt. Haben wir noch dreimal Donnerblitz? Ja, haben wir noch, gut. Tschüss, Taubsi. Jetzt kommt Dodo. Tschüss, Dodo. Und einmal Tauboga. Das muss natürlich noch hochzugehen machen. Tschüss, Tauboga. Und Level 32. Ich war zu schlecht. Yep. So, jetzt können wir nicht runtergehen. Wir sind hier oben fertig. Oben ist aber sonst nichts, ne? Nope. Das sind nur die Typen, die wir gerade fertig gemacht haben, schon. Ach man, nein! Nein! Bin hier lang. Dann einmal hier lang. Oh, Entschuldigung. Da, 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 da. Wie gesagt, das Wetter macht einen auch einfach fertig. So, Lumi. Ja, welche Attacke wohl? Hallo Vogelfänger. Nein, noch nicht. Weil ich die VM auf dem PC habe. Sonst hätte ich das schon Fiete beigebracht. Gott, diese Auswahl an Vogel-Pokémon hier, ne? Habitag, Taubsi, Ivitag, Tauboga. Da wäre aber schon Dodo dabei. Da, 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 da. Und Dodo. Und Lumi frisst sich hier einfach mit Donnerblitz die ganze Zeit durch. So hört sich das. Tschüss. Und da kommt noch ein Ivitag. Warst du nicht gerade schon da? Also hatten wir den gerade nicht schon gehabt? Also weiter oben? Ach nee, das war Taubsi Dodo Tauboga, der hier hat. Habitag Dodo Ivitag. Ja, okay. War das eine Bruchlandung? Yep. So, wir müssen nur kurz auf die Biker hier auch achten. So, ja, genau. Jemand hier vorbei und mach erstmal den Vogelfänger hier. Weil ich werde Lumi nicht vorne lassen, wenn da Biker kommen mit Smogons. Kannst knicken. Vielleicht reicht das ja hier.
Ah, guck mal, da gibt es sogar eine mit Pro-Renta. Ah, Pro-Renta Level 33. Hier sogar jemand mit Pro-Renta. Schick. Bams. Tschüss, Pro-Renta. Komm gleich wieder hoch zu dir hier. Bikerchen. Mein lieber Herr Biker. Gucken wir kurz mal hier oben, ob es hier irgendwo Vogelfänger noch gibt. Da ist so ein Biker, du musst so ein Vogelbänger sein, ne? Dann okay, lass uns doch kämpfen, kämpfen. Dum, 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 dum. Habitag! Pika! Und Level 33. Perfekt, das wollte ich erreichen. Agilität. Worauf braucht Pikachu bitte Agilität? Das ist so eins der schnellsten Pokémon. Ciao. Und noch ein Eevee-Tag. So. Dann mal wieder tauschen, und zwar packen wir jetzt Brock wieder nach vorne, weil... Weil's... Genau. Hi, los, los, jetzt kämpfen wir auf in den Kampf, los! Ja! Kämpfen wir! Oh, die Pokémon. Smogon! Tschüss! Hallo. Tschüss, Smogon. Tschüss. Es kommt mir nur vor, als wenn die noch kein Tackle-Finale haben hier, ne? Weil der hier ist auch irgendwie so. Nee, kein Finale. So. Hallo, Slimer. Tschüss. Ich werde das gleich mal nachgoogeln. Moment. Brock erreicht Level 39. Schlitzer. Aha. Nochmal Schlitzer. Moment. Smogon. Smogon, da haben wir es ja. Smogon. Attacke erste Generation. Auf Level 40 lernen die sie erst. Alles, ja gut. Das bedeutet aber allgemein, dass das Dings das schon hat. Smogmuk. Smogmuk. Obwohl, wann denn Smogmuk Explosion? Ich glaube genau auf Level 43 war das, ne? Was? Ach du Schande, die Pokémon sehen auch noch in Schild und Schwert anders aus. Wie sieht Smogmon denn aus? Ach du Schande. Ja, genau auf Level 43 lernt Smogmon Finale. Das heißt genau auf dem Level, wo Koga Smogmon ist. So. Das heißt, wir können auch in voller Ruhe Rio hier einsetzen. Die Smogmon-Trainer und so sind also noch keine große Gefahr für uns. Das ist erleichternd zu wissen. Auf Level 53 gibt es dann Explosion. Schaut jemand gegen die Wand? Bum, bum, bum. Das Nervige wird natürlich die Dings sein, die Smog-Attacke wegen dem Vergiften und so. Aber die hat zum Glück eine nicht so hohe Trefferchance. 70%. Ba, ba, ba. Ba, da, 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 da. Body Slam. Ups. Und Glut. So.
Das war die gut und weg ist es. Bam, 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 voll erwischt. So, ich brauche einen Zeitvertreib. Ja, bei mir kriegst du mehr Zeitvertreib. Bei mir gibt's Fratzengeballer, mein Freund. Slimer! Wir können hier gleich noch ein Pokémon fangen, ne? Freunde. Body Slam. Warte mal. Ich hätte jetzt gesagt, so gerade, das ist jemand, der eher mit dem Ball spielt oder so, aber nee. Das ist tatsächlich jemand zu sein, der irgendwie am Hämmern oder Bauen ist oder so. Hallo Slimer. Ja, ich kann ja leider kein Dix machen. Das ist ja blockiert. Bam. Jetzt brennt er. Tschüss. Yay, und Level 33. Sehr schön. Versucht Schlitzer zu... Oh. Um Schlitzer zu lernen. Schick. Ja. Und zwar hier Kratzer weg. Sehr schön. Dun, 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 dun. Ah, da kommt noch eins. Ah, da kommt ja noch eins. Ist nicht mehr, wird nicht mehr blockiert. Alles klar. Ups. Kann das auch? Und Schlitzer. Und tschüss. Genau. Bam, bam. Oh, komm. Wir werden jetzt noch ein Pokémon fangen hier. Brock, Brock, ich brauche meinen Zerschneider. Das ist ja die Route hier, ne? Ich wollte jetzt nicht dingsen, so. Ja, wir sind Route 14. Und da gibt es sogar hier unten eine Route 15. Oho. Na, wir werden jetzt mal Route 14 ein Pokémon fangen erstmal. So, Route 14, dann gib mir doch mal ein Pokémon. Ein brauchbares, cooles, schönes, tolles, nutzvolles Pokémon. Und es wird sein... Und es wird sein... Ein Knuffenser. Ja, warum nicht? Warum? So. Superball. Ja, man kann da wohl fragen. Gut. Knuffenser, Blume. Dieses Pokémon bevorzugt einen feuchten und warmen Lebensraum. Knuffenser ernährt sich von Insekten. Was ich mal sagen wollte. Wieso heißt denn das hier Blume und das andere ist Unkraut? Ich finde ja eher, dass Duflo eine Blume ist und Knuffenser eher so nach Unkraut aussieht. Naja, Leute, ich würde sagen, ich bin die Folge für heute. Beim nächsten Mal machen wir dann die andere Route und schließen damit endlich auf Fuxania City auf. Wenn es gefallen hat, Part bewerten. Denkt auch an den roten Knopf der Pokémon Meister und dem Video. Support ist super, super wichtig. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bye, bye!